Vor einigen Wochen haben wir den Stall Lüdecke anlässlich eines Tag der offenen Türs vorgestellt. Der Stall Lüdecke in Wietzen soll hier nochmal aufgrund der Fotos und der Zeichnung im Detail erklärt werden. Der Gesamtstall besteht aus 6,5 Ferkelabteilen und 8 Mastabteilen, wie wir es hier auf dem Grundplan erkennen können. Im vorderen Bereich des Stalles befindet sich die Futterzentrale, der Eingangs- und Hygienebereich sowie die Technik für Lüftung und Elektro. Dann folgt der Ferkelaufzuchtbereich mit 6,5 Stallabteilen. Dann folgen 8 Mastabteile im hinteren Bereich des Stalles. Über abteilspezifisch geregelte Ausklappen wird in allen Bereichen dafür gesorgt, dass die schweren Tiere weniger mit Wärme versorgt werden als die Leichttiere. Das gilt für den Ferkelaufzuchtbereich genauso wie für den Mastbereich. Dadurch wird die Wärme gezielt zu den Tieren gebracht, die einen höheren Wärmebedarf haben. Die Außenklappe auf der Zeichnung. Die Außenklappen in der Realität. In allen Bereichen Ferkelaufzucht sowie auch Mast wird Unterspalten am Gangende zum Zentralgang abgesaugt. Die Zuluftverteilung in der Mast erfolgt über Schlitzkanäle, die ebenfalls gangseitig und außenseitig eingespeist werden können. Der Kanal in der Zeichnung. Der Kanal in der Praxis mit hochwertigen 0,6 mm PVC kaschierten Extruderplatten als Baukastensystem im Stallabteil. Um in der Ferkelaufzucht geringere Luftgeschwindigkeiten im Tierbereich sicherzustellen, wurde hier das bewährte Zwischendeckensystem eingebaut. Hier ein Abteil beim Tag der offenen Tür in der Praxis. Das Herzstück der Heizung dieses Stalles ist der HDT-MFK-Wärmetauscher mit 2 Tauscherkammern links und rechts angeordnet und einer mittleren freien Kammer. Über 80% der benötigten Heizleistung für diesen Stall werden durch die Tauscheranlage sichergestellt. Der Abluftkanal ist ebenfalls aus hochwertigen 40 mm mit 0,6 mm PVC beschichteten Extruderplatten gefertigt. Der Boden ist mit einer wasserfesten Folie ausgekleidet. Die Planung erstreckt sich bei uns auch auf die Bodengestaltung in dem Ferkelaufzuchtbereich, wo grundsätzlich Liegezonen, Kotzonen und Fresszonen speziell ausgewiesen werden und von uns geplant werden. Hier nochmal deutlich sichtbar die Aufteilung der verschiedenen Bodenstrukturen in der Ferkelaufzuchtbucht. Die Wärme vom Wärmetauscher wird an 2 Stellen zurückgeführt in den Zentralgang und dort über einen Lochplatten-U-Kanal, unser sogenanntes UFO, mit der Dachraumluft vermischt, um sicherzustellen, dass zu jeder Zeit genügend Luft im Zentralgang zur Verfügung steht und die Druckverluste so gering wie möglich gehalten werden. Hier das UFO in der Praxis im Stall montiert. Dachraumluft und Tauscherluft treffen zusammen auf die Wanne, vermischen sich und gelangen dann in den Zuluftbereich der Abteile. Zusätzlich zum Wärmetauscher gibt es zuschaltende Ventilatoren, insgesamt 6, die nach Bedarf über die Zentrale entsprechend ausgeschaltet bzw. die zweite Gruppe geregelt wird.
Hier erkennbar neben dem Wärmetauscher die vier zuschaltenden Ventilatoren. Der Eintrittsbereich des Wärmetauschers mit der noch nicht angeschlossenen Vorwaschlanze. Zusätzlich zur jetzt sichtbaren Vorwaschlanze im Eintrittsbereich befindet sich oben im Wärmetauscher eine Hauptwaschlanze, die motorisch betrieben wird und ganz gezielt die einzelnen Bereiche des Tauschers durchspült. Alle Komponenten sind in diesem Stall sehr sauber aufeinander abgestimmt. Der gute Wärmetauscher nützt nichts, wenn die Software nicht die geeignete Funktion in der Regelung hat. Die Außeneinspeiseklappen sind wichtig im Gesamtsystem. Die Druckverluste müssen weitestgehend vermieden werden. Nur dann kann das Konzept aufgehen. Diese Art Konzepte laufen in Deutschland bundesweit in sehr vielen Bereichen sehr erfolgreich. Ich danke für Ihre